Seite ausweichen, nicht nach vorne. Oh, toll. Das war gerade gar nichts. Aber ich wurde nicht mal angegriffen, also was soll's. Aber ich sehe schon, hier ist ein Rudel unterwegs. Zwar ein bisschen aufgeteilt, aber vier Stück immerhin. Aus, ah, warte, was? Wie ist das Spiel reagiert, Alter? Ich drücke in dem Moment, wo er losläuft. Was macht er? Er springt dann erst, wenn er da ist. Unglaublich. Was für eine Reaktion. Was für eine unglaubliche Reaktion. Zum Heulen ist das. Mir entkommt die keiner so einfach, ne? Los ist weiß. Lieber Schakalfreund. So. Das sind noch zwei sogar, meine Güte. Na dann komm. Tatsache. Keinen Schaden genommen. Ich traue mich mir nicht, das zu machen, wenn ich es mal dran denke, weil ich dann doch das Gefühl habe, dass es Quatsch ist. Mir eher Schaden gibt als andere. Andererseits, naja. Das haben wir gesehen, es funktioniert wirklich, hier geht da rein zu springen. Zumindest bei dem eben gerade. Dass deswegen dauerhaft funktioniert. Ah, ich habe schon ja zwei rote Pfeile sogar. Wow! Hä? Die habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die anderen beiden roten da vorne, wo sind die denn? So. Ach. Oh ja, Mensch. Das ist ein Stalker, würde ich sagen. Nicht die Dinger von vorhin. Ich guck mal vorsichtig. Ohne zu glauben, da groß was ausrichten zu können. Oh, noch giftig hier. Oh nein, ich hau wieder ab. Das muss ich dann auch nicht haben. Der Stalker darf sich da gerne aufhalten. Das ist nichts für mich. Aber ja, ich meine, ich komme gerade klar mit den Kämpfen. Das hat natürlich auch vor allem mit den Gegnern zu tun, die jetzt nicht so ultra hart sind. Sprach er und sah einen Raptor. Möglicherweise Rudelführer. Na, was bist du für einer? Komm her. Ach, nee, jetzt habe ich Schaden genommen. Aua, ein Raptor, dachte ich mal. Es war super, wie ich lebe, ich bin reingesprungen, ich habe Schaden genommen, das werde ich nicht wiederholen, glaube ich. Ist offenbar auch kein Allzweckmittel, dann scheint gelegentlich zu funktionieren. Vielleicht war nur das Timing falsch, aber dann wiederum kann man es genauso und vor allem erst recht bei Seitsprüngen argumentieren. Wenn ich da getroffen wäre, dass das Timing auch falsch gewesen ist, daher. Naja, ob das nun so ist oder so. Dann lieber die Sprünge, die auch physikalisch Sinn ergeben beim Ausweichen. Ich bin wie so komisch verpackt schnell in dem Fluss gerade, wenn ich aufwärts schwimme, laufe, gehe. Merkwürdig. Das ist eigentlich schon der Flusslauf, an dem ich anfangs lang geschwommen bin. So in der ersten Folge noch. Ist auch schon ewig hier, ne? Ich bin bald bei 80 Elex-Folgen tatsächlich. Ja, das Spiel hat auch schon lange dauern könnte, das habe ich schon gedacht, aber da ich jetzt auch so lange durchspiele, lange dranbleibe, hätte ich an der ersten Folge nicht gedacht, tatsächlich. So gesehen, schon krass. Hab dich längst gesehen, hab dich längst gesehen. Du bist ein Rudelführer, jawohl. Oh, Ausdauer regenerieren muss, angreife. So, jetzt ist okay. Zack. Ja, läuft. Blopp, meins. Ich danke. Was ist das denn da hinten? Ah. Einfach nur so ein komischer Baumstumpf. Mit Fleisch. Rucksäcken, die ich nicht plündern kann. Ja, und noch mehr, was ich nicht plündern kann. Das ist noch ein Wolf. Es reizt mich ja schon, den nochmal zu töten, aber... Oh, dann zwei. Nein, dann doch nicht. Und ich glaube doch, dass das ist, wo die... Moment. Nee, meine... Wo ich rausgelaufen bin, das war hier. Oh, da sind die überabtrünnigen... Ich meine eher, das hier müssten die sein, weil das so dicht an dem Dingens war. Ich meine, das war recht dicht am Kleriker-Ort, Gebiet, Revier, Territorium, was auch immer. Na? Oha. Okay, versuch's. Bam. Zack. Na, komm schon.
Oh, lebt er noch. Wollte schon Waffe wegstecken, weil der wäre tot, aber offenbar nicht. Läuft aber gerade ganz gut tatsächlich. Erstaunt mich. Das muss doch bald einreißen. Mein Glück. Oder mein Geschick oder was auch immer. Ah. Da kann ich schon anfangen. Der sieht ja mal ein bisschen tougher aus als der gewöhnliche Abschaum. Na komm. Ah, zu früh, viel zu früh. Oha. Ja, der ist mir über. Rein vom Totenschädel her. Aber, mal sehen. Oh, da kommt noch einer, glaube ich. Spezialschlag. Ich bekomme den Tod, glaube ich, doch wenn er mich nicht trifft. Das ist ja sowieso mal so die Prämisse in dem Spiel oder generell. Ah, nichts, der mitbesteht vorne. Ist immer nicht so genehm. Na, haut zu. Spezialschlag. Wir nähern uns zu dem zweiten Feind. Komm mal mit ihm zurück, bitte. Ist mir nichts. Duras. Rückzug. Strategischer Rückzug. Ach, halt nicht. Zack. Zack. Ja, toll. Jetzt haben wir jetzt den Salat. Lauf. Nicht du. Ich soll laufen. Ja, ja. Brüll, Löwe. Brüll ruhig. Speicher mal mittendrin im Kampf. Untypische Sache. Aber ich bin voll mutig. Und komm schon. Haha. Auf Duras kommt. Du hast keine Chance mehr gegen mich mit Duras an meiner Seite. Jawohl. Ach, Mensch. Ich wurde nicht getroffen. Die hat eine Menge durchgehalten, ausgehalten und überhaupt und sowieso. Ich wurde nicht getroffen. Wie sieht es mit dem Level aus? Ja, schon zu 1 rüber. Also das, doch, das ist summiert sich die kleinen Punkte, die ich hier kriege. Dann mache ich die auch kalt, weil ich vor allem da vorne hin will. Zu der Brücke oder Treppe? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube eher in der Brücke, wa? Auch wenn ich da oben rauf muss, aber... Das hier reizt mich gerade doch ein bisschen mehr. Ich suche die Herausforderung im Kampf. Denkste. Ja. Machst du gut? Ich könnte jetzt eigentlich totschießen, ne? Oh. Ich wollte gerade den Zauber auspacken. Jetzt habe ich es doch irgendwie spontan gelassen. Genau. Greif den bösen Duras an. Und Spezialschlag. Ja, ja. So läuft das. Und Bam. Da komme ich schlecht drauf irgendwie. Komm mal runter zu mir, bitte. Natürlich, das wird nichts. Duras, kannst du runterjagen, schießen, schlagen. Mano. Zack, zack, zack. Komm, gleich haben wir ihn. Jawoll. Ich hab einen Lauf, offensichtlich. Ich habe ganz offensichtlich einen Lauf. Das kann man nicht abstreiten. Ich fühle mich auch gerade einigermaßen sicher. Ich meine, solange man nur gegen einen Gegner kämpft, geht das ja sowieso... mehr oder weniger immer im Spiel, sondern ich kann keinen fiesen Ferngriff haben, mit dem sie sich mal treffen können. Oder von einem Schlägen nicht zurückgeworfen werden. Gibt es ja auch zum Teil, was super nervig sein kann. Solange das als nicht der Fall ist, geht es immer. Mehr oder weniger. Aber wenn es dann 2 bis 3 Gegner werden, sieht es schon wieder ganz anders aus. Ne? Apropos. Lass mich dir helfen. Lass uns ein Team machen. Jawohl. Team zu Ende. Oh, das ist ja auch ein Todesschild, sehe ich gerade. Hat aber schon gut Schaden bekommen von dem anderen Ding, dass das überhaupt keine Herausforderung war. Also offenbar haben auch die Gegner Probleme mit den Gegnern. Dass die zu stark sind irgendwie, als stärker sie eigentlich sein sollten. Mit dem Schaden, den sie austeilen. Na? Komm schon. Oh, du hast das tot, sehe ich gerade. Ist aber nicht gut für mich. Und meine Gesundheit. Spezial. Ich habe keine Ausdauer gehabt dafür. Hä? Ich greife nicht an. Wieso macht er das nicht? Zack. Aua. Oh, meine Leben. Das geht so nicht. Zack. 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 Komm schon, stirb. Ja.
Meine Güte. Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Wer ist nicht umgefallen, ohne mir zu helfen, hä? Das muss gefeiert werden, indem ich ein bisschen Fleisch oder sowas esse. Oder Brause trinke, komm. Sechsmal Brause. Oh. Siehst du, ich hatte noch so eine Sachen, die meine Rüstung und sowas temporär erhöhen. Das habe ich auch noch gar nicht genutzt bisher. Fällt mir da gerade so auf. Also ich könnte mich im Kampf immer noch temporär ein bisschen boosten. Noch nicht einmal gemacht, sowas. Das sollte ich mal im Hinterkopf behalten, langsam, für wirklich fordernde Bosskämpfe, vielleicht die noch kommen können, werden, sollten, müssten, dürften. Echt jetzt das kleine grüne Vieh, oder was? Na komm. Wenn du es unbedingt wissen willst, dann bitteschön. Nimm mal 5 XP, wenn es sein muss. Ich bin da gar nicht mal so wählerisch. Das weißt du wahrscheinlich noch nicht, aber ich sag's eigentlich jedem. Das müsste bekannt sein. Guck, ich bin mal super mutig und gehe mal das Insektenvieh auch noch an. Ich guck mal eben. Gut, da müsste ich regulär sowieso hin, wenn ich den Weg normal nehmen will, weil der Weg mal da lang führt, um da hochzukommen. Jetzt muss ich eben kraxeln, was bestimmt auch geht, aber... Oh, 2. Bei diesen Spinnenviechern habe ich auch einen gewissen Respekt. Die sieht man nicht so oft und ich weiß, wie sie die ganzen Alps da damals auseinandergenommen haben, deswegen, ja, hm. Sind vielleicht aber auch nicht ziemlich mächtig. Oh ja. Und sie kommen vor allem zu zweit, was mir gar nicht so gefällt. Aber hab auch mal gar nicht zu viel Leben, ne? Mit einem Zauber schon so krass abgezogen, alles? Ja, beschwer dich noch. Ah, wir haben ja selbst erwischt. Ich hasse es, wenn das passiert. Leider viel zu oft. Wow. Komm mal nicht, auch nicht weggelaufen. Wow. Könnt spucken, oder? Ich helfe dir. Ja, danke. Das ist mich gerade bitter nötig. 60 XP wieder mal nur. Zack. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hm. Geht aber auch sehr gut eigentlich. Ich hätte ja früher Respekt bei dem Totenkopf inzwischen, aber irgendwie nicht mehr so. Oh. Aua. Aua, was zum... Aua. Mann. Irgendwie hat mein Spezialschlag... Oh, meine Leben, meine Leben, meine Leben. Ich hab nicht aufgepasst. Irgendwie hat mein Spezialschlag gar nichts gemacht gerade. Kein Schaden, meine ich. Oh Mann. Oh, das war auch so gut gerade. Ich hab doch eigentlich besiegt gehabt. Hauptsächlich war es 3-mal mittendrin. Einfach so, ohne zu fragen. Und ich bin fast tot. Also ja, mein Lauf ist vorbei. Trotzdem sind die beiden absolut machbar. Auf jeden Fall einzeln. Bin schon da. Ja, will ich auch meinen. Ich muss meinen Tod noch entschädigen von eben gerade. Das war nämlich nicht nett von dir, dass du mir nicht geholfen hast, quasi. Aua, nein! Nein! Ah, verdammt, ausweichen! Oh Mann, verdammt! Oh, das gibt's doch nicht! Ich meine, in dem Moment, wo ich angreifen will, nachdem ich ausgewichen bin, greift der mich auch an. Aber er ist nämlich schneller als ich, das ist voll gemein. Das lief eben besser. Das lief eben deutlich besser im Kampf. Ich hatte gerade unglaublich schlechtes Timing zum Angreifen. Das ist so die große Sache. Hä, wo ist er jetzt hin? Da. Los geht's! Ja, musst du nicht mir sagen. Du bist der hier. So. Ich mische mit, pass auf. Zack. Oh, ein Spezialschlag. Hat irgendwie auch keinen großen Schaden tatsächlich, wenn ich darauf achte, so genau. Wo ist die andere Zumpfspinne jetzt hin? Da hinten irgendwo. Aua, nein, ausweichen! Na? Ausdauer regenerieren. Man darf einfach nicht auf andere Gegner achten, die von irgendwo kommen, sonst ist man gearscht. So. Die eine ist tot. Bleibt noch der zweite. Ah! Duras! Einfach umgefallen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich lasse mich von dir nicht veralbern. Komm. Doch. Ausweichen.
immer drei Angriffe, weiß ich schon. Ich hab deinen Angriffsmuster durchschaut, Kumpel.